Also Neujahrsempfänge kann man ja ganz unterschiedlich gestalten. Man kann Pontius und Pilatus einladen, also die Herrscherriege einer Stadt, eines Landes, eines Bundes. Man kann aber auch ganz andere Leute einladen. Und das war eigentlich unser Anliegen. Wir wollten Danke sagen. Danke sagen an all die, die uns letztes Jahr unterstützt haben, vor allem bei den Karl-Löwe-Festtagen, aber auch darüber hinaus. Da gehören ganz viele Partner dazu. Ganz viele waren da und haben das, glaube ich, auch zu honorieren gewusst, dass es uns wichtig ist, denen, die uns unterstützen, einmal Danke zu sagen und auch Mut zu machen, gemeinsam ins neue Jahr zu gehen. Also, dass überhaupt erstmal wieder ein Neujahrsempfang stattgefunden hat, ist schon erstmal wirklich toll. Von 1990 bis 2009 haben wir eigene Neujahrsempfänge gehabt, wo man, wie Andreas Porsche das schon gesagt hat, den Leuten sagt, vielen Dank, dass ihr mitgewirkt habt an der Entwicklung unserer Stadt, also als Honoration und natürlich auch für die Zukunft neue Kontakte zu knüpfen, Netzwerke zu bilden, weil jeder davon profitieren kann. Ich bin hier in der Stadt Löwiner Bürgermeister. Das bin ich seit 1. Juni 1990. Ich habe also von Anfang an die Karl-Löwe-Gesellschaft in ihrer Arbeit begleitet. Das Ansinnen dieses Karl-Löwe-Haus, oder eigentlich ist es ja die alte Schule, ich bin hier als Schüler in die Schule gegangen bis zur 8. Klasse, als Zentrum der Karl-Löwe-Pflege auszubauen, ist eigentlich zwischen Andreas Porsche und mir gewachsen. Wie gesagt, es hat viel Kraft gekostet und es war viel persönliches und ehrenamtliches Engagement nötig, um dieses Haus zu dem werden zu lassen, was es jetzt ist. Der besondere Wert der Karl-Löwe-Gesellschaft besteht darin, dass die Karl-Löwe-Gesellschaft mit ihren Aktivitäten das Ansehen der Stadt Löwebühne weit über die Landesgrenzen hinaus weiterträgt und die Stadt Löwebühne in den ganzen Jahren ihres Wirkens bekannt gemacht hat. Und Sie haben es ja heute selber gehört, in der Internationalen Karl-Löwe-Gesellschaft sind wirklich Mitglieder aus Israel, aus Großbritannien, aus Frankreich, überall. Und die sind natürlich Multiplikatoren für das Wirken und die Erbepflege insgesamt. Und das ist kein Einzelpunkt, sondern das verknüpft sich immer mit der Stadt. Und wenn Sie durch die Stadt gehen, Sie sehen ja auch, dass wir im Rahmen der Maßnahmen Urban 21 die gesamte Stadt saniert haben. Die gesamte Stadt ist im alten Stil durchsaniert worden und dazu gehört auch das Karl-Löwe-Haus. Dieser Zusammenhang ist unendlich wichtig dafür, dass diese Arbeit überhaupt leben kann. Die Stadt kommt der Gesellschaft sehr entgegen. Das beginnt schon bei diesem fantastischen Karl-Löwe-Haus als Bauwerk, geht aber weiter in vielen Kooperationen, die in jedem Jahr neu aufgelegt werden, stattfinden, wo wir sehr dankbar dafür sind, dass die Verantwortlichen in der Stadt hier im Ortschaftsrat, im Rathaus, aber auch die gemeinnützigen Träger, die Kirchgemeinde, dass die so mit bei der Sache sind und sagen, das ist uns wichtig, das wollen wir gemeinsam machen. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass es diesen Anlass heute gab und uns ist eigentlich ein bisschen der Atem weggeblieben, als Marek Jagusch, der Künstler, der dieses Gemälde geschaffen hat, gesagt hat, er möchte das dem Karl-Löwe-Haus schenken. Weil Marek Jagusch gehört für mich schon zu einem der prominentesten und bedeutsamsten Künstler, die die hallische Kunstszene im Moment zu bieten hat. Und so ein Mann beginnt, sich mit Feuer und Flamme mit Karl-Löwe auseinanderzusetzen und schafft innerhalb weniger Wochen ein Porträt wie dieses, wo auch heute Abend, glaube ich, vielen die Luft weggeblieben ist, als sie es dann enthüllt gesehen haben, weil es einfach meisterhaft gemalt ist. Es wird einen würdigen Platz hier im Karl-Löwe-Haus finden und ich hoffe, es gibt ganz viele interessierte Leute, die sagen, und jetzt müssen wir aber noch mal ins Karl-Löwe-Haus, um uns auch dieses Bild anzuschauen. Ich habe den Herrn Bartstübner bei einer Ausstellungseröffnung von mir kennengelernt. Er sprach mich an auf meine Arbeiten, wir haben Gespräche miteinander geführt. Und nach einiger Zeit rief er mich an und fragte, ob ich Interesse an einem solchen Projekt hätte zum Thema Karl-Löwe. Karl-Löwe in dem Moment, na klar, irgendwo schon mal gehört, aber nicht so richtig geläufig. Wir haben uns hier verabredet in dem Haus mit Frau Dr. Rathgen, haben ein Gespräch geführt. Die beiden haben mich für ihre Idee und ihr Haus so angezündet, dass ich sofort darauf angesprungen bin, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Das war erst im November, das Gespräch. Die Frau Dr. Radgen hat mich mit Literatur ausgestattet, mit Musik-CDs. Ich habe mich also tatsächlich intensiv eingelesen und eingearbeitet und eingehört. Das ging unglaublich schnell, dass ich also tatsächlich eine Empfindung dafür hatte, die Musik auch in meinem Kopf zu Bildern werden zu lassen. Das ging tatsächlich schnell. Und in der Biografie habe ich sehr viele Parallelen festgestellt, die ich für mein Leben also auch so bejahen kann, unter anderem auch seine Arbeit als Pädagoge. Da waren also Brücken gebaut, ganz schnell, sodass ich also wirklich angezündet bin. Ich höre diese Musik und die höre ich nicht im Atelier während der Arbeit, da ist totale Stille, sondern ich liege praktisch auf der Couch oder abends im Bett und höre diese Musik. Und diese Musik, die transportiert Bilder in meinem Kopf. Also in meiner Fantasie entsteht dort etwas mit Farbe, mit Form. Mein Hauptthema ist die menschliche Figur. Und es geht also ganz schnell, dass ich zu dem, was ich höre, wirklich Bilder im Kopf habe. Und das ist dann ein leichtes, die aus dem Kopf herauszuarbeiten und ein Kunstwerk entstehen zu lassen. Um mich der Figur Karl Löwe zu nähern, muss ich, wie wir eben schon besprochen haben, habe ich auch die Biografien gelesen, habe die Musik gehört, habe viele andere Sachen über ihn gelesen. Und ich musste mir ihn als Menschen vorstellbar machen. Und nichts ist einfacher als für einen Künstler, das über das Porträt zu tun. Und als das Porträt fertig war, wusste ich, ich kenne diesen Mann, er ist mir geläufig, er ist bei mir zu Hause, er sitzt neben mir, er sitzt beim Kaffee, beim Tee, beim Glas Wein bei mir. Und dieses Werk ist insofern für einen Künstler nicht kommerziell verwertbar, dass jetzt irgendein Kunde kommt und sagt, ah, guck mal, du hast einen Karl Löwe, das möchte ich kaufen. Und darum ging es auch nicht, sondern diese Verbundenheit, die ich in dem Moment spürte, die wollte ich zum Ausdruck bringen. Und ich finde, hier hat es seinen Platz viel, viel besser als bei mir zu Hause. Ich bin nicht nur privat Fan von Karl Löwe, sondern auch von Berufswegen. Ich bin die Leiterin der Kreismusikschule Karl Löwe vom Landkreis und führen natürlich auch unsere Schüler an die Stücke von Löwe ran. Aber die erste Begegnung mit Löwe war vor vielen, vielen Jahren, da war ich selbst noch Kind, die Uhr. Und das ist ein ganz dramatisches Stück und es hat mich sehr beeindruckt, schon ganz, ganz zeitig. Und selbst über die Musikschule haben wir ganz viele Stücke gefunden, die er als Kinderlieder geschrieben hat, die wir mit Früherziehungskindern lernen und die sind Ohrwürmer. Wenn man die einmal im Ohr hat, dann wird man die nie wieder los. Und die Kinder im Kindergarten singen die genauso gerne wie die Berufsmusiker vielleicht die Balladen. Es ist für mich immer erstaunlich, weil ich ja so quasi auch die Webseite betreue und die Kontakte aus der ganzen Welt, Anfragen zu Karl Löwe bekomme. Und da staune ich immer, dass der Löwe auch heute noch nicht nur bei diesen absoluten Hochwissenschaftlern, aber auch, dass das immer noch eine Aktualität hat. Der Löwe ist unwahrscheinlich aktuell. Oft ist es so, dass im eigenen Hause oder im eigenen Landkreis oder in der eigenen Stadt der Löwe nur ihr mit eurem Löwe. Aber in der Welt wird Löwe erstaunlicherweise sehr geschätzt und viel auch nachgefragt. Als Klavierspieler mag ich schon die Art und Weise, wie er Balladen vertont hat. Da spielt ja das Klavier als Begleitinstrument eine ganz entscheidende Rolle. Aber wenn ich eine Priorität setzen müsste, dann würde ich nicht die Ballade als erstes nehmen, sondern dann würde ich sehr wahrscheinlich seine Orchestermusik und seine Instrumentalmusik überhaupt als das Genre wählen, das mir am besten gefällt. Heloise Palmer ist sehr anspruchsvoll in dem, was sie zu bieten hat, musikalisch wie literarisch, wie dramaturgisch. Ich war hin und weg. Ich habe an vielen Stellen wirklich auch höchste Konzentration aufbringen müssen, gerade bei ihren literarischen Passagen, um all dem folgen zu können, was sie vorgetragen hat. Und am Ende, wenn ich ehrlich bin, ist mir ihre Klaviermusik trotzdem immer noch das Liebste. Ich bin leidenschaftlicher Musiker selber, Hobbymusiker, also alle Saiten- und Tasteninstrumente liegen mir sehr und insofern hat mir das sofort die Türen geöffnet. Ihre Arbeit am Klavier hat mir sehr gefallen. Dieses ganze Werk ist unheimlich dicht und geschlossen. Es war sehr viel präsentiert für die Kürze der Zeit, aber mich persönlich hat es berührt, ja, und getroffen. Der Kontakt zu Frau Palmer, ja, ist über uns natürlich zustande gekommen, über die Musikschule, weil sie bei uns auch Klavierlehrerin ist.
und speziell in Wettin auch im Stützpunkt unterrichtet. Sie hat ja hier schon viele Jahre Konzerte gegeben, auch direkte Löwe-Konzerte schon und so weiter. Sie hat den Bezug einfach zu dieser, nicht nur über die Musikschule von Kindheit an im Prinzip, sondern ja auch über die Konzerttätigkeit. Sie sucht immer nach neuen Stücken, die sie aufführen kann. Und Sie haben ja das Konzert gehört. Da gibt es direkt auch Auftragswerke von ihren Gedichten oder Texten, die sie schreibt, die sie dann an moderne Komponisten weitergibt und die dann entsprechend ihr Musikstücke zu geben oder schicken, die sie dann uraufführt. Im Prinzip macht sie jetzt in diesem Falle das ähnlich wie Löwe. Löwe hat ganz viele junge Künstler und junge Komponisten gefördert und Komponistinnen auch. Ihr Wunsch ist es, Menschen zu erreichen mit unterschiedlichen künstlerischen Mitteln. Also nicht nur am Klavier ein Stück nach dem anderen zu spielen, sondern auch ihre Texte mit einzubeziehen. Früher hatte sie sogar noch bildende Kunst mit dabei, Bilder, die sie mit eingespielt hat. Und dann verbindet sie diese Stücke mit eigenen Kompositionen oder Arrangements und so weiter. Da hat sie ja dieses Mal den Löwe dabei gehabt, das Erkennen, weil das gut in dieses Thema passte, das Erkennen und so weiter. Ich werde auf jeden Fall nochmal nach Ostrau zum Konzert gehen und vielleicht auch nochmal. Man braucht, denke ich, wenn man das erste Mal so gehört hat, vielleicht mehrfach den Bezug. Und dann kann man sich aber sehr, sehr tief reinbegeben. Und dass so eine Vielzahl von Besuchern kommen, zeigt, dass sie da doch einen Weg gefunden hat, der die Menschen scheinbar doch berührt. Ich habe das von außen gehört. Ich habe im Nachgang dann so die Reaktion der Gäste mal so ein bisschen mir angehört. Das war unterschiedlich, das ist klar, weil das wäre diese Art, wie sie ein solches Programm präsentiert, ist nicht unbedingt das, was vielleicht manche so von so einem Klavierkonzert erwarten. Aber viele sagten dann, also das waren ja fast provokative Texte, also dass man, aber ist genau das will sie ja erreichen, dass man drüber nachdenkt und nicht einfach nur konsumiert. Sie hat eine philosophische Ansicht zu den Dingen und eine sehr spirituelle Geschichte. Das versucht sie in das ganze Konzept einzupassen. Ob ihr das bei jedem gelingt, ist eine andere Frage, aber scheinbar doch bei vielen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die in Anführungsstrichen Verrückten im Vorstand der Karl-Löwe-Gesellschaft weiterhin Enthusiasmus behalten, denn es wird ja nicht einfacher, die ganze ehrenamtliche Tätigkeit hier in der Stadt Wettin-Leubühne und in Sachsen-Anhalt überhaupt, und dass die Entwicklung so weitergehen kann. Und wir haben ja heute schon mit dieser neuen Offerte gesehen, dass sich was ganz Tolles für die nächsten Festtage auch entwickeln kann. Im Moment entstehen Radierungen, ja, also Tiefdruckverfahren, die klassische Radierung in Kupfer. Ich höre mir die Werke an, lese dazu die Texte, die natürlich die Chöre singen, forme daraus meine Bilder, meine Entwürfe und bringe die zu Papier und schaffe diese Kunstdrucke. Die stehen dann hier dem Haus zur Verfügung zu den 8. Festtagen in Form einer Ausstellung, und die internationalen Interessenten, die hier natürlich vor Ort sind, haben die Möglichkeit, dann auch diese Bilder zu erwerben. Wir werden viel dafür tun, das Thema Karl Löwe in seinen ganzen Facetten, die es gibt, zu publizieren. Ein Anfang ist gemacht mit dem neuen Heft 5 unserer Schriftenreihe, das wir im letzten Jahr aufgelegt haben. Das wird Fortsetzungen finden. Wir werden zusammenarbeiten mit musikwissenschaftlichen Instituten. Wir werden viel dafür tun, auch international Kontakte zu pflegen und zu erweitern. Und wir werden hier in Leubühne, das wird die Wettin-Leubühner jetzt hoffentlich alle interessieren, ein Jahresprogramm auflegen, das sich hören und sehen lässt. Wir haben jeden Monat eine Veranstaltung geplant. Es sind Konzerte dabei, es ist eine Lesung dabei, es sind auch zwei Konzerte in der Kirche geplant, Chorkonzerte, wo die Kirchengemeinde dann mit involviert ist. Und was wir in diesem Jahr neu haben, was wir einfach probieren wollen, das ist am 21. Juni eine Veranstaltung zur Fête de la Musique. Das war unsere Intention, dass wir mehr in den Ort reintragen wollen, dass wir hier eine Musikstadt sind.
Also wir werden an unterschiedlichen Standorten in Löwe-Jüden einfach Musik machen und versuchen, die Menschen, die sonst nicht in die Konzerte kommen, rauszulocken. Und ja, sicherlich wird da zur Fête de la Musique nicht unbedingt nur Löwe gespielt werden. Wir haben auch vor, dort Drehorgelspieler und Big Band und was weiß ich alles mit einzubeziehen. Aber Musik verbindet und es soll uns einfach ein bisschen näher rücken. Ich hoffe, dass es uns gelingt und dass die Menschen vielleicht das auch begeistert aufnehmen.